Hey Leute, ich bin's Conny und ich habe vor kurzer Zeit einen Kommentar bekommen von Let's Play Roblox Official. Hallo Conny, könntest du zeigen, wie man eine analoge Uhr erstellt, die genau die echte Uhrzeit anzeigt und sich auch bewegt? Ich habe es mir aufgeschrieben und jetzt mache ich das auch. Und dafür laufen wir mal rüber zu dieser wunderschönen Uhr, die wir hier sehen. Und die Uhrzeit, die dort gerade angezeigt wird, die ist tatsächlich die aktuelle Uhrzeit, zu der ich jetzt aufnehme, 16.40 Uhr. Beziehungsweise gleich sehen wir ja an der Uhr. Augenblick, wenn der Sekundenzeiger ganz oben ist, sollte bei mir bei Windows, ich mach mal kurz die Abdeckung hier unten weg, jetzt solltet ihr es sehen. So, der Sekundenzeiger ist gleich ganz oben. Und 16.41 Uhr. Okay, bei mir ging Windows eine Sekunde schneller als diese Uhr, aber komm, eine Sekunde Abweichung ist ja wohl nicht so schlimm. Wie ich das gemacht habe, ist tatsächlich auch ganz einfach, aber natürlich könnt ihr mir jetzt erstmal in die Kommentare alle schreiben, die ist voll hässlich, ich hätte das viel besser gemacht. Also schreibt jetzt in die Kommentare, ich hätte das viel besser gemacht als du. Habt ihr fertig geschrieben? Perfekt. Aber wenn ihr es so viel besser machen würdet, dann würdet ihr das Video nicht schauen. Ihr wollt ja wissen, wie man die Uhr macht, sodass sie die richtige Uhrzeit anzeigt. Und dafür habe ich hier hinten nochmal den Verlauf liegen lassen. Ich werde euch gleich zeigen, wie man das baut und natürlich, wie man das macht. Und diese Uhr ist dann modular aufgebaut. Das heißt, man kann sie mit Commands bedienen. Zum Beispiel kann ich hier unten jetzt reinschreiben. Require Workspace.Uhr Uhrmodul und dann einfach Current Time. Und dann wird die Current Time angezeigt mit so Sekundenzeigern. Es geht natürlich auch mit smoothen Sekundenzeigern. Wie ihr seht, ist der Sekundenzeiger jetzt komplett smooth. Kein Problem. Ihr könnt aber auch eine x-beliebige Uhrzeit anzeigen lassen, indem ihr schreibt Update Time. Und dann zum Beispiel können wir sagen, wir wollen 14.25 Uhr und 13 Sekunden haben und dann springt die Uhr auf diese Uhrzeit und läuft von dort an weiter. Zuallererst muss man natürlich, um seine Uhr zu machen, die Uhr bauen. Damit fangen wir jetzt an und hier ist der Verlauf. Das erste, was ich gemacht habe, ich will es jetzt nicht Schritt für Schritt mit euch nachbauen. Wie man an sich baut, dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht. Falls ihr nicht wirklich wisst, wie Building in Roblox Studio geht, klickt auf das Video, das oben auf dem i verlinkt ist. Da erkläre ich einmal den Model-Tab und halt auch, wie man damit baut. Und für diese Uhr habe ich nichts anderes genutzt, als das, was ich in dem Video gezeigt habe. Also haben wir hier einmal einen Zylinder, den habe ich sehr flach gemacht und sehr groß gemacht. Ihr seht, das ist nur ein Zylinder. Dann habe ich noch einen kleinen Zylinder in der Mitte, das Ding habe ich Center Part genannt. Und dann habe ich hier einfach drei Zeiger hingemacht. Den habe ich einmal H-Zeiger, M-Zeiger und S-Zeiger genannt für Stunde, Minute und Sekunde. Für diese Striche hier außen habe ich einfach den Sekundenzeiger genommen, nochmal ein bisschen größer und schmaler gemacht. Und dann einfach die ganze Zeit rotiert. Einmal in einer dickeren Version und dann noch ein paar Mal in einer dünneren Version. Falls ihr nicht wisst, wie ihr incrementally rotiert. Zuerst macht ihr natürlich ein Part, welches komplett rüber geht, wie das hier. Und dann rechnet ihr 360 geteilt durch 12, weil wir haben 12 Stunden auf so einem Ziffernblatt. Das sind 30. Also geht ihr auf Model, gebt dann hier bei Rotate 30 Grad ein. Und dann könnt ihr das Part auch um exakt 30 Grad rotieren, wie ihr seht. Und dann halt immer STRG D und rotieren und so weiter. Mit den Minutenangaben genau das gleiche, nur dass wir nicht 360 durch 12, sondern 360 durch 60 rechnen, was dann natürlich 6 ist. Und stellt das dann auf 6 und rotiert dann hier. Im Anschluss habe ich natürlich einfach nur STRG D, das kleiner gemacht und das kleiner gemacht. Das kann man natürlich auch ein bisschen ordentlicher machen. Und schon hatten wir unseren Uhr-Prototyp. Ich hoffe, ihr kamt soweit mit, weil in dem Video soll es jetzt nicht unbedingt ums Bilden gehen. Das ist eher so nebensächlich. Die Uhr kann bei euch aussehen, wie sie will. Hauptsache, ihr habt im Grunde diese drei Zeiger. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Sekundenzeiger auch weglassen, wenn ihr den nicht braucht. Und halt so ein Part in der Mitte, an dem sich die Zeiger ausrichten. Und jetzt kümmern wir uns einfach mal um die Uhr. In der fertigen Uhr habe ich ein Uhr-Modul drin. Und dieses Uhr-Modul macht die ganze Magie. Das schreiben wir jetzt einmal neu. Und zwar wie folgt. Im Uhrmodul, das ist ein Module-Script, falls ihr nicht wisst, was ihr hinzufügen müsst, natürlich hier aufs Plus und dann Module-Script hinzufügen. Zuerst brauchen wir natürlich den Run-Service, weil die Uhr soll natürlich die ganze Zeit geupdatet werden und dafür nutzt man gerne mal den Run-Service. Und natürlich das Uhrmodul, welches wie jedes Modul ein Table ist. Im Uhrmodul habe ich noch verschiedene kleine Werte festgelegt. Zum Beispiel, ob die Uhr gerade läuft mit Uhrmodul Running, die Geschwindigkeit, ob die Sekunden smooth sein sollen und natürlich die aktuelle Uhrzeit. Bam. Hier haben wir es einmal. Uhr Running ist gleich nil. Das wird dann die RunService.Stepped-Connection, wenn die Uhr läuft. Die Geschwindigkeit, weil wir wollen natürlich auch einstellen, dass die Uhr schneller oder langsamer laufen soll für coole Effekte. Da steht hier also ein Geschwindigkeitsmultiplikator für die Uhr, wenn sie läuft. Smooth Seconds steht standardmäßig auf False, ihr könnt es auch auf True stellen. Wenn es auf False steht, dann macht der Sekundenzeiger so klack, klack, klack. Und wenn nicht, dann geht er halt smooth von einer Sekunde zur nächsten. Und natürlich Uhrmodul.Stunde, Minute und Sekunde steht erstmal alles auf 0. Ihr könnt einen anderen Wert reinpacken, ist vollkommen egal. Das ist halt die aktuelle Uhrzeit, die angezeigt wird. Dann brauchen wir natürlich die Einzelteile der Uhr. Solltet ihr inzwischen auch wissen, wie das geht. Und zwar erstmal holen wir uns die Uhr mit Script.Parent, weil wir haben hier das Module-Script.
Parent ist dann das Uhrmodul. Und in diesem Uhrmodul sind dann das Center Part, der Stundenzeiger, der Minutenzeiger und der Sekundenzeiger. Und die holen wir uns auch. Stundenzeiger, Minutenzeiger, Sekundenzeiger sind alle Uhr-Rate-for-Child, Stundenzeiger, Minutenzeiger, Sekundenzeiger. Und jetzt kommt die Magie. Wir brauchen eine Funktion, die erstmal die Uhr auf die aktuelle Uhrzeit anpasst. Und diese Funktion nenne ich einfach mal UpdateTime. Uhrmodul, Doppelpunkt UpdateTime, die nimmt einmal die Stunde, die Minute und die Sekunde. Oder halt nichts rein. Hier habe ich immer ein Fragezeichen hinter. Weil wir können die Funktion ja auch benutzen, um, wenn wir die Zeiten hier oben angepasst haben, die Uhrzeiger entsprechend neu auszurichten. Also wird jetzt erstmal der Cache angepasst, und zwar die Werte, die wir hier oben haben, wird jetzt angepasst, falls wir eine neue Stunde, eine neue Minute oder eine neue Sekunde haben. Schreiben wir hier Cache anpassen, self-Stunde ist gleich die Stunde, die wir angegeben haben, oder es bleibt einfach self.Stunde und so weiter. Falls ihr euch fragt, was self ist, self bedeutet immer man selbst. Diese Funktion wird mit einem Doppelpunkt invoked vom Modul Uhrmodul. Das bedeutet, nur wenn diese Funktion mit einem Doppelpunkt gecallt und halt auch deklariert wird, kann man das mit self machen. Dann bedeutet self nichts anderes als Uhrmodul. Man könnte auch einfach Uhrmodul.h schreiben. Wird das gleiche machen, ist aber kürzer mit self. Dann müssen wir ausrechnen, um wie viele Grad sich diese Uhrzeiger hier denn drehen müssen, um die entsprechende Uhrzeit anzuzeigen. Und das ist auch ziemlich einfach, weil die drehen sich ja nur in einem Kreis. Ein Kreis hat 360 Grad und dann müssen wir halt 360 geteilt durch, wie viele Segmente denn eine einzelne Zeiteinheit in diesem Kreis hat, rechnen. Das sieht dann so aus. Die Gradanzeige wird dann 360 geteilt durch 12 Stunden pro Ziffernblatt mal die Uhrzeit, die wir haben. Minuten halt geteilt durch 60 mal die Uhrzeit, die wir haben, und Sekunden auch geteilt durch 60 mal die Uhrzeit, die wir haben. Und hier haben wir noch geschrieben, wenn wir smooth Sekunden anhaben, dann nehmen wir die Uhrzeit so, wie sie ist, und falls doch nicht, dann runden wir noch einmal, damit wir auf eine volle Sekunde kommen und der Uhrzeiger halt so tick, tick, tick macht, anstatt sich ganz normal zu bewegen. Jetzt müssen wir noch den Zeiger ausrichten, und dafür würde ich eine weitere Funktion namens Zeiger ausrichten schreiben. Wir callen die Funktion hier jetzt einfach schon mal. So, Zeiger ausrichten, machen wir einfach eine Funktion Zeiger ausrichten für den Stundenzeiger und die Stunde, Minutenzeiger und die Minute und Sekundenzeiger und die Sekunde, einfach weil wir das ja für jeden Zeiger einzeln machen müssen. Die Zeiger ausrichten Funktion schreiben wir natürlich jetzt auch einmal, und zwar hier oben hin, weil das wird eine private Funktion. So, Zeiger ausrichten nimmt den Zeiger und die Rotation in Grad, richtet den Zeiger der entsprechenden Rotation aus. So, zuallererst müssen wir gucken, ob es den Zeiger und die Uhrzeit überhaupt gibt. Also falls kein Zeiger oder keine Rotation, dann return wir end. Die wird es wahrscheinlich schon geben, aber es ist immer ein bisschen sicherer, auf Nummer sicher zu gehen. Und als nächstes werden wir die Zeigerrotation halt anpassen. Und zwar in zwei verschiedenen Schritten. Erstens werden wir die Zeiger richtig rotieren und dann werden wir sie nochmal ein bisschen versetzen. Dafür schreiben wir jetzt erstmal local base C-Frame. Ein C-Frame ist ein Coordinate Frame. Das ist einfach nur ein Value, der sowohl die Position als auch die Orientation von irgendetwas beschreibt. Jetzt nehmen wir erstmal das Centerpart.cFrame. Das heißt, unser Sekundenzeiger zum Beispiel, wenn wir den anpassen, kommt jetzt erstmal an genau die Position, an der der Center C-Frame ist, und das ist halt wirklich hier, hopp, würde der dann sein, so ausgerichtet. Und dann wollen wir natürlich noch rotieren, das heißt mal cFrame.fromOrientation. Und das ist der Punkt, wo es ein bisschen tricky wird, weil da müsst ihr wissen, wie genau ist denn jetzt euer Centerpart orientiert und wie genau sind denn jetzt eure Sekundenzeiger orientiert. Deswegen wandelt sich das ein bisschen ab. Bei mir ist es jetzt so, ich nehme minus math.red und dann einfach die Rotation. Und dann sagen wir einmal, dass das eine Number ist. Komma 0, Komma math.red 90. Math.red wandelt einfach unsere Nummer, die in Grad angegeben wurde, so um, dass Orientation damit klarkommt. Und wir müssen in meinem Fall den Zeiger negativ rotieren auf der X-Achse. Auf der Y-Achse wird er gar nicht rotiert und auf der Z-Achse muss er nochmal um 90 Grad rotiert werden, weil ich die Parts halt falsch rotiert habe. Ihr müsst ein bisschen rumexperimentieren. Wenn sie schief sind oder sich falsch orientieren, müsst ihr das hier vielleicht woanders hinpacken oder ihr müsst ein Minus davor packen oder ihr müsst woanders math.red 90 oder math.red minus 90 hinpacken. Kann alles variieren. Wir können auch statt hier minus, hier ein Minus schreiben. Aber keine Ahnung, wenn ich mit Variablen arbeite, mache ich gerne hier ein Minus. Wenn nicht, dann da. Ist vollkommen egal. Aber jetzt haben wir praktisch unseren Zeiger genommen, haben ihn an die exakte Stelle gepackt, an der unser Dingspart ist. Und dann haben wir es nochmal richtig rotiert. So würde es dann am Ende aussehen. Und das Letzte, was man machen muss, ist das Ding dann noch verschieben. Und zwar entlang der eigenen Schnauze so rüber. Und ihr seht, er hört hier auf. Und wir wollen ja, dass die Mitte von dem Part genau hier ist, wo es aufhört. Das heißt, wir verschieben es einmal um die eigene halbe Länge. Und jetzt machen wir im nächsten Schritt, indem wir einfach den C-Frame jetzt festlegen. Mit Zeiger.C-Frame ist gleich
Base-C-Frame. Jetzt haben wir schon mal diesen Base-C-Frame festgelegt. Und dann sagen wir plus Base-C-Frame.LookVector, also der Vektor, in welche Richtung unser Base-C-Frame guckt, mal Zeiger.Size.Z geteilt durch 2. Jetzt kommt die Sache, wenn eure Zeiger irgendwie anders rotiert sind, müsst ihr vielleicht nicht den Look-Vektor nehmen, sondern vielleicht den Right-Vektor oder vielleicht auch den Up-Vektor. Vielleicht müsst ihr auch ein Minus nehmen, wenn er in die falsche Richtung rotiert wird. Bei mir ist es auf jeden Fall der Look-Vektor. Und Zeiger.Size.Z, das konnte ich ziemlich leicht herausfinden, weil indem ich auf einen Zeiger klicke, sehe ich in den Properties, aha, Z ist ab der größte Wert. Hier 0, 0, und hier steht 5. Das heißt, Z, der dritte Wert, ist der längste Wert, also wird das der richtige sein. Wenn bei euch zum Beispiel der zweite Wert der richtige ist, dann nehmt ihr Punkt Y. Wenn der erste Wert richtig ist, dann nehmt ihr X. Und dann geteilt durch 2, weil wir nur um die halbe Länge verschieben wollen. Und das wäre dann eigentlich schon mal so die einfachste Implementierung, in der ihr die Uhrzeit dann selbst anpassen könnt. Am Ende müsst ihr natürlich, damit das Modul vollständig ist, einmal hier Uhrenmodul nehmen, nach unten gehen, bam bam, und dann Return Uhrmodul. Und dann könnt ihr theoretisch schon mal testen, indem ihr hier auf Run geht. Ich kriege eine Fehlermeldung, weil der keine Autosaves speichern kann. Das brauche ich aber nicht interessieren. Jetzt haben wir hier unsere Uhr und können die requiren, indem wir sagen require workspace.uhr.uhrmodul. Wird mir schon vorgeschlagen, weil bei mir ist es im Workspace Uhr und dann das Uhrmodul. Und dann können wir dahinter einen Doppelpunkt schreiben und update time. Und dann können wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt 1 Uhr haben, dann 30 Minuten und 15 Sekunden. Und es hat funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Der Stundenzeiger ist auf 1, der Sekundenzeiger ist auf 15 und der Minutenzeiger ist auf 30. Das hat funktioniert. Wenn es bei euch nicht funktioniert hat, wie gesagt, ihr müsst X, Y, Z anpassen, plus, minus 90 Grad. Einfach gucken, wie es richtig rotiert wird. Und auch ein wichtiger Test, wenn ihr das hochnehmt und dann zum Beispiel ein bisschen rotiert, muss es immer noch funktionieren. Wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel 2.30 Uhr, bap, bei mir funktioniert es immer noch. Also wunderbar. Da müsst ihr einfach ausprobieren, weil es ist schwer, dann den Überblick zu behalten, was ist oben, was ist unten. Aber wir haben jetzt schon mal ein Ziffernblatt, dem wir eine eigene Uhrzeit geben können. Beziehungsweise nicht ganz die eigene Uhrzeit, weil wenn es eigentlich 2.30 Uhr ist, dann wäre der Stundenzeiger ja hier in der Mitte. Wir haben jetzt dem Stundenzeiger gesagt, dass er exakt auf 2 sein soll und so weiter. Dafür haben wir jetzt aber auch eine Lösung, und zwar indem wir die Funktion schreiben, die die aktuelle Uhrzeit anzeigen lässt. Dafür gehen wir hier nochmal nach unten und schreiben die Funktion Uhrmodul Doppelpunkt Current Time, die dann die Werte reinnimmt Run After und Smooth Seconds. Ihr könnt die auch anders nennen oder was auch immer. Mir ist da nichts Besseres für eingefallen. Einmal ein Wert, der festlegt, ob die Uhr, nachdem man die Zeit festgelegt hat, einfach anfangen soll zu ticken und ob die Sekunden smooth sein sollen oder nicht smooth sein sollen. Deswegen werden wir jetzt erstmal diese Smooth Seconds cachen, indem wir sagen Smooth Seconds cachen. Wenn Smooth Seconds nicht null sind, also wenn Smooth Seconds existieren, dann wird self.smoothSeconds zu Smooth Seconds. Ansonsten bleibt alles so, wie es ist. Dann brauchen wir noch einen Default-Wert für Run After, weil wir wollen das ja auch nicht jedes Mal festlegen müssen. Deswegen sagen wir Default-Value für Run After. Legen wir fest, indem wir sagen Run After ist gleich Run After oder True. Ihr könnt natürlich auch False sagen, wenn ihr nicht wollt, dass die Uhr standardmäßig immer losläuft, wenn ihr Current Time called. Könnt ihr selbst festlegen, ob ihr da True oder False als Default-Value haben wollt. Dann brauchen wir die aktuelle Uhrzeit. Und das ist natürlich auch eine Funktion, die euch wahrscheinlich interessiert. Wie kriegt man die aktuelle Uhrzeit? Aktuelle Uhrzeit getten, indem ihr schreibt Local Current Time. Ihr könnt die Variable natürlich anders nennen. Ist gleich DateTime.Now und dann Doppelpunkt TrueLocalTime. Dadurch wird dann die lokale Uhrzeit des Servers verwendet. Da wir ja eine Uhr basteln, die von mehreren Spielern begutachtet werden soll, wird das natürlich alles am Server gerannt. Und deswegen wäre das dann die lokale Zeit von der Position, wo der Roblox-Server gerade steht. Wenn ihr es in Roblox Studio testet, ist das natürlich immer bei euch, weil ihr selbst ja den Server hostet. Dann cachen wir die neue aktuelle Uhrzeit. Und die haben wir ja oben schon gecached mit Uhrmodul.h, M und S. Also schreiben wir jetzt auch self.h ist gleich currenttime.hour. Und damit habt ihr gerade die volle Stunde. Aber wir wollen ja, dass der Uhrzeiger nicht die volle Stunde anzeigt, sondern wenn wir zum Beispiel 1.30 Uhr haben, dass da dann nicht 1 steht, sondern 1,5. Und deswegen rechnen wir noch plus currenttime.minute, die jeweils kleinere Zeiteinheit, geteilt durch 60, weil eine Stunde hat 60 Minuten. Und dadurch haben wir dann den Anteil, weil wenn wir 1.30 Uhr haben, dann haben wir hier 1 plus 30 geteilt durch 60 ist gleich 0,5, also 1,5. Anderthalb. Dasselbe machen wir dann auch mit den
Minuten und mit den Sekunden jeweils die kleinere Zeiteinheit. Heißt, Current Time Minute ist gleich Current Time Second geteilt durch 60 und Current Time Second plus Current Time Millisecond geteilt durch 1000, weil eine Sekunde hat 1000 Millisekunden. Dann müssen wir natürlich die angezeigte Uhrzeit auf der Uhr aktualisieren und dafür haben wir schon die Funktion Update Time geschrieben, das heißt, angezeigte Zeit aktualisieren ist einfach Self-Update-Time und schon haben wir das. Da braucht auch gar nichts reinschreiben, weil wir die Werte einfach schon hier gespeichert haben in der richtigen Form. Und dann steht hier noch RunAfter, das heißt, wenn wir wollen, dass danach die Uhr anfängt zu ticken, müssen wir noch die RunAfter-Funktion callen. If not RunAfter, then returnEnd, weil dann machen wir es nicht und ansonsten sagen wir Self:Run und 1 für die Geschwindigkeit, in der die Zeit dann laufen soll. Jetzt brauchen wir noch die Run-Funktion, aber die Run-Funktion lassen wir erstmal weg. Ich kommentiere die hier mal aus, weil wir damit noch nichts anfangen können. Und wir machen natürlich erstmal wieder einen Test. Hier haben wir unsere Uhr und ich kann einfach hier unten wieder auf Run a Command klicken, dann einmal Pfeiltaste nach oben, Pfeiltaste nach unten. Dann sehen wir hier den letzten Wert, den wir drin hatten. Ich nehme einfach mal Update Time raus und schreibe dann stattdessen Current Time und dann Enter. Und dann sehen wir die aktuelle Uhrzeit. 17.06 Uhr. Hat funktioniert, beziehungsweise sogar fast 17.07 Uhr, wie wir hier sehen. Jetzt ist es bei mir in Wirklichkeit 17.07 Uhr. Ja. Genau. Funktioniert. Ihr könnt hier unten immer wieder raufdrücken und Enter drücken, um die aktuelle Uhrzeit zu bekommen. Und ihr seht, wenn ich die ganze Zeit Enter spamme, ich drücke die ganze Zeit nur Enter, dann wird der Sekundenzeiger immer wieder aktualisiert an die richtige Sekunde. Es funktioniert. Ich muss nur Enter spammen. Jetzt wollen wir natürlich, dass das automatisch passiert. Und dafür schreiben wir die Run-Funktion, die wir hier auskommentiert hatten. Die kommentieren wir wieder rein. Und schreiben sie jetzt, und zwar hier drunter. So, Funktionen, welche die Uhr zu einer bestimmten Geschwindigkeit laufen lässt. Uhrmodul, Doppelpunkt Run und dann halt die Geschwindigkeit. Zuallererst müssen wir die Geschwindigkeit cachen, falls die sich geändert haben sollte. Das heißt, Self.Geschwindigkeit ist gleich Geschwindigkeit, falls wir sie angegeben haben. Oder 1 als Standardgeschwindigkeit, heißt eine Sekunde ist gleich eine Sekunde. Dann müssen wir natürlich checken, ob die Uhr bereits läuft. Falls sie schon läuft, wollen wir nicht, dass sie weiterläuft, weil sonst würde ein zweiter Loop gestartet werden, beziehungsweise ein Loop läuft nicht wirklich, sondern eine Connection. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Deswegen schreiben wir if self.running, then returnEnd. Und dann müssen wir self.running noch festlegen. Und wir sagen dann nicht true, sondern wir legen für self.running eine Connection fest, die wir später dann auch wieder disconnecten können, indem wir sagen run.stepped. Das ist ein Arbeitsschritt, der in Roblox Studio jederzeit läuft, und zwar bevor die Physik simuliert wurde in dem Spiel. Und dann connecten wir an diesen Arbeitsschritt eine Funktion. Und die Funktion schreiben wir jetzt hier rein. Und richtig nützlich bei run.stepped ist, wir kriegen zwei Variablen. Einmal Time. Time ist uns egal, deswegen schreiben wir einfach mal Unterstrich. Die Zeit interessiert uns nicht. Was uns interessiert, ist die Delta-Time. Oder, wie wir sie jetzt nennen, die vergangene Zeit. Nicht die vergangene Zeit insgesamt, sondern die vergangene Zeit seit dem letzten Mal, als run.stepped gefeiert wurde. Und dadurch müssen wir dann die Uhr nicht die ganze Zeit wieder, wie hier oben mit Daytime Now aktualisieren, sondern wir können einfach die Zeit weiterlaufen lassen und das nach einer beliebigen Geschwindigkeit. Das machen wir, indem wir die aktuelle Uhrzeit nehmen. Uhrmodul.h plus ist gleich. Die Zeit wurde ja, wenn Run gemacht wurde, in der Regel schon festgelegt. Und wenn nicht, haben wir den Default-Wert 0 da oben. Und dann in Klammern vergangene Zeit mal self.geschwindigkeit geteilt durch 360. Warum 360? Weil eine Stunde hat 360 Sekunden und die vergangene Zeit ist dann ein Wert, der in Sekunden angegeben wird. Natürlich wird das ja nicht jede Sekunde gecallt, sondern das wird wahrscheinlich so um die 60 Mal pro Sekunde gecallt. Aber wir brauchen uns gar nicht um diese Mathematik kümmern. Wir wissen einfach nur, vergangene Zeit ist in der Einheit Sekunden. Deswegen rechnen wir hier noch geteilt durch 360, um halt für die Stunden umzurechnen. Und dann funktioniert das. Und dann machen wir dasselbe noch mit den Minuten und den Sekunden. Und die Minuten, eine Minute hat natürlich 60 Sekunden, deswegen schreiben wir hier geteilt durch 60. Und eine Sekunde hat natürlich eine Sekunde, deswegen brauchen wir hier gar nichts rechnen. Im Anschluss müssen wir nur noch die Zeiger aktualisieren. Und das machen wir wieder, indem wir hier unten sagen, Zeiger aktualisieren, Uhrmodul, Doppelpunkt, Update Time. Wunderbar, wir haben die Run-Funktion. Die können wir auch wieder testen. Ich gehe wieder oben auf Run. Und wir können jetzt einfach hier unten wieder Pfeil nach oben drücken. Dann haben wir unseren letzten Call. Ich mache den weg und dann schreiben wir einfach mal Run, Klammer auf, Klammer zu. Und dann werden die Zeiger einfach anfangen zu laufen. Ihr seht jetzt, jede Sekunde geht der Zeiger eine Sekunde nach vorne. Wenn ihr nicht wollt, dass der Zeiger hier so tick, tick, tick macht, könnt ihr natürlich Punkt Smooth Seconds ist gleich True setzen und dann, bam, habt ihr auf einmal smoothe Sekunden. Funktioniert einwandfrei. Sogar während das Ganze läuft. Ihr könnt auch während das Ding läuft einfach sagen Doppelpunkt Current Time und dann die Current Time callen und dann habt ihr die aktuelle Uhrzeit und es läuft auch wieder weiter. Was ihr jetzt aber nicht machen könnt, ist die Uhr stoppen.
Und dafür schreiben wir jetzt auch noch eine simple Funktion, die die Uhr stoppt. Ich glaube, die brauche ich euch gar nicht wirklich erklären. So, stoppt die Uhr. Uhrmodul Doppelpunkt stopp. Wenn die Uhr gerade nicht läuft, dann returnen wir. Und falls die Uhr schon läuft, dann disconnecten wir diese Funktion von run.step und setzen self.running wieder auf nil, damit die Uhr natürlich später auch wieder laufen kann. Und damit haben wir das gesamte Uhrmodul fertig. Das waren gerade mal 100 Zeilen Code und ihr wisst, ich base ziemlich viel aus. Ihr habt wahrscheinlich weniger als 100 Zeilen Code, wenn ihr ein bisschen platzsparender schreibt als ich. Gar nicht so eine schwere Geschichte in auch gar nicht so langer Zeit. Und im Anschluss könnt ihr natürlich dann diese wunderschöne Uhr hier nehmen und sie irgendwo hinpacken, wo ihr wollt. Sie in den Raum reinpacken. Ihr könnt sie skalieren. Es ist ja nur wichtig, dass diese vier Parts, die drei Zeiger und das Center Part immer noch existieren. Könnt sie dann halt zum Beispiel, wie ich hier, in diese nicht gerade sehr schöne Standuhr einbauen. Die Materialien habe ich auch ein bisschen ausgetauscht. Hier seht ihr einmal die Standuhr. Da drin ist Uhr mit Rahmen und da drin ist einfach genau diese Uhr, die wir hier schon kennen. Nichts anderes ist das. Nur, dass ich hier hinten noch eine Backplate gemacht habe mit einer anderen Textur dran. Sonst ist hier nichts geändert, außer die Farben. Setze ich das mal wieder rein. Und ich habe in die Standuhr noch ein Standuhr-Skript reingehauen, in dem einfach nur die Uhr geholt wird. Dann das Uhrmodul required wird und dann läuft eine While-True-Do-Schleife durch, die einfach die Current Time festlegt und alle 500 Sekunden nochmal die Current Time festlegt, nur für den Fall, dass Render Step jetzt nicht so zuverlässig ist und wir leichte Abweichungen haben, wird alle 500 Sekunden die Uhrzeit nochmal korrigiert auf die wirklich aktuelle Uhrzeit. Ihr könnt es auch kürzer machen, ihr könnt es länger machen, ihr könnt es auch sein lassen und ihr könnt es halt auch einbauen, wie ihr wollt und wo ihr wollt. Und so einfach macht man diese Uhr, die die tatsächlich aktuelle Uhrzeit anzeigt und ihr könnt gerade sehen, wie lange ich für dieses Tutorial gebraucht habe. Die Aufnahme läuft jetzt ein bisschen länger als 36 Minuten. Das kann man jetzt sehr gut sehen, da die Uhr mitgelaufen ist. Wenn ihr natürlich zu faul seid, diese Uhr selber zu bauen oder vor allem es zu schwierig ist, die Winkel für diese komischen Zeiger rauszufremeln, weil das ist, glaube ich, auch der größte Schwerpunkt dabei, zu gucken, wie die Orientation richtig ist. Im Zweifelsfall könnt ihr natürlich auch das Center Part nehmen und rotieren, dass das dann richtig stimmt. Kann man natürlich auch machen, aber dann sieht es teilweise blöd aus. Dann könnt ihr die fertige Uhr natürlich von meinem Discord-Server herunterladen. Das geht aber nur, wenn ihr Kanalmitglied Tier 2 oder höher seid. Es ist natürlich kein Muss, weil ihr könnt es natürlich einfach so nachbauen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Aber für faule Leute oder für Leute, die mich einfach nur unterstützen wollen, würde es mich auch freuen, wenn ihr euch die Kanalmitgliedschaft holt. Auf dem Discord-Server müsst ihr natürlich YouTube mit Discord verknüpfen, um Zugriff auf den Kanal zu bekommen. Das war's mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!